Grip am Hinterrad verbessern, ohne das Hinterrad anzufassen. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber wenn ich Grip am Hinterrad möchte, dann muss ich doch zwingendermaßen am Hinterrad bzw. der Hinterachse oder am hinteren Federbein was machen. Ja, das ist auch grundsätzlich richtig, aber man kann dazu auch an der Vorderachse was machen, um den Grip an der Hinterachse zu verbessern. Und darum kümmern wir uns heute um die Vorderachse und nicht um die Hinterachse. Absolut spannend. Das ist jetzt ausnahmsweise mal kein fahrerischer Tipp, sondern so ein bisschen ein Fahrwerkstipp, der auch so ein bisschen in die Fahrphysik mit reingeht. Die Hinterachse können wir speziell in einem anderen Video mal besprechen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, falls ihr da Interesse habt. Dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr bei dem nächsten Video, wenn wir über die Hinterachse sprechen, auch gleich mit dabei seid. So, dann unterhalten wir uns einmal über die Vorderachse. Motorradfahren ist grundsätzlich nie was anderes, als wie Gewicht von vorne nach hinten zu transferieren. Am Kurveneingang habe ich das Gewicht vorne, am Scheitelpunkt sollte es so gut wie möglich ausgeglichen sein, also 50-50 in dem Dreh, und am Kurvenausgang bzw. vom Scheitelpunkt zum Kurvenausgang sollte das Gewicht nach hinten wandern. So zum Beispiel wie hier auf diesem Bild hier, da sieht man in Schräglage schon am Hinterrad, das heißt dementsprechend das Gewicht nach hinten. Wo brauchen wir eigentlich so einen Maximalgrip am Hinterrad? Naja, sage jetzt mal, nicht unbedingt auf der Geraden, ne? Da ist Hinterradgrip genug da, außer ich fahre auf Schnee, auf Schotter oder ich habe 500 PS, was wir alle vermutlicherweise nicht haben. So, deswegen ist unser Hinterradgrip lediglich entscheidend am Kurvenausgang bzw. vom Scheitelpunkt zum Kurvenausgang. Da, wo das Motorrad noch Schräglage hat und schon einen Vortrieb macht und der Hinterreifen anschiebt. Da wirken auch noch dementsprechend Seitenkräfte, und wer meine Videos kennt, der weiß, es gibt sowas wie eine 100%-Regel, das die Reifenkräfte aufteilt. Nennt man Kammschen Kreis. Der Reifen hat nur 100% und so teile ich halt meine prozentuale Leistung vom Reifen auf. Deswegen ist der Grip entscheidend vom Scheitelpunkt zum Kurvenausgang. So, jetzt wissen wir, dass der Grip am Hinterrad am entscheidendsten ist vom Scheitelpunkt weg zum Kurvenausgang. Und da muss man dazu sagen, das Ganze findet natürlich relativ schnell statt, weil ich fahre ja nicht mit 10 km/h, sondern vielleicht mit 100 oder 150 durch die Kurve, auf der Rennstrecke zumindest. Und somit möchte ich auch, dass dieser Transfer vom Gewicht zwischen Vorder- und Hinterachse so schnell wie möglich stattfindet, um so schnell wie möglich Grip auf dem jeweiligen Rad zu haben. So, da muss man auch verstehen, dass der Reifen, habe ich auch schon wieder dazu gemacht, dass der Reifen ein gewisses Gewicht braucht, um eben maximalen Grip aufwenden zu können. Wenn ich jetzt einen Reifen nehme und ich tue den jetzt mit 5 Kilo Belastung, kann ich den bewegen auf dem Tisch oder auf dem Boden. Wenn ich da 50 Kilo drauf gebe, dann wird es schon schwieriger. So. Der Reifen braucht ein gewisses Gewicht, um zu funktionieren. Deswegen ist dieser Gewichtstransfer so wichtig. Und am Scheitelpunkt ist es so wichtig, dass es so schnell wie möglich stattfindet. In dem Moment, wo ich die Bremse loslasse, an Stützgas gehe und ziehe, will ich so schnell wie möglich Gewicht auf der Hinterachse, um maximalen Grip zu haben. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was man auf der Vorderachse falsch machen kann oder was falsch eingestellt sein kann, um eben nicht diesen maximalen Grip auf der Hinterachse zu haben. Zum einen kann es möglich sein, dass die Vorderachse zu tief steht, sprich das Fahrzeug nicht gerade steht, nicht nach hinten steht, sondern nach vorne steht. Das heißt, das Fahrzeug ist vorn zu tief und somit ist es relativ schwierig, das Gewicht nach hinten zu transferieren, wenn das vorne zu weit drin ist. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann zum Beispiel sein, dass die Gabelfeder vorne zu weich ist. Wenn jetzt zum Beispiel in einer 1000er mit einem 100-Kilo-Typen eine 9er Feder drin ist, dann wird das wahrscheinlich zu weich sein und somit tendenziell das Motorrad nach vorne hängen. Das muss aber nicht zwingendermaßen ein Problem sein. Das kommt natürlich schon auch darauf an, wie schnell und wie hart beschleunige ich. Das heißt, es ist immer eine Variable. Man kann schon sagen, umso schneller die Fahrer werden, desto härter muss die Vorderachse sein, um nicht zu tief drin zu stehen. Also die Vorderachse kann zu tief stehen, weil eventuell die Gabelfeder zu weich ist. Das ist mal ein Faktor. Der nächste Faktor könnte aber auch sein, dass zum Beispiel zu wenig Vorspannung ist. Also zu wenig Preload, Vorspannung an dieser Feder oder an die beiden Federn an der Gabel, dass das Fahrzeug dadurch zu tief steht. Der nächste Grund könnte aber auch sein, dass zum Beispiel, also jetzt pass auf, die Zugstufe
ja, Zugstufendämpfung an der Gabel zu hoch ist. Also zu viel Dämpfung, was jetzt ein bisschen paradox sich für manche anhört, weil die sagen, ja, wenn ich die Dämpfung zumache, wird es ja härter. Nicht zwingendermaßen, denn die Zugstufe ist dafür da, um auszufedern. Und wenn eine Gabel oder ein Stoßdämpfer, völlig egal, zu viel Zugstufe hat, dann bleibt die Gabel zu lange drin. Dann kommt die nicht schnell genug raus und das ist genau in diesem Faktor, wo wir jetzt vorher gelernt haben, in dem Moment, wo ich die Bremse loslasse, an Stützgas gehe, wenn die da dann zu lange drin bleibt, dann transferiere ich nicht schnell genug Gewicht nach hinten und somit kann ich mit zu viel Zugstufe an der Vorderachse tatsächlich Grip am Hinterrad verlieren. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Vorderachse, die Gabel, zu wenig Druckstufe hat. Da kommt das Prinzip mit zu weich wieder dazu. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Gabel deswegen zu weich ist, sondern mit zu wenig Druckstufe, habe ich vorher Druckstufe gesagt, mit zu wenig Druckstufe kann es passieren, dass das Fahrwerk vorne die Gabel zu schnell einfedert und vor allem auch in diesen Lastwechselbereichen. Wenn ich mir vielleicht nicht sicher bin am Scheitelpunkt und mal eine längere Stützgasphase habe und die kann auch mal so sein, ich gebe Gas, noch nicht, ich muss nochmal vom Gas zu. Im Moment, wo ich das Gas zumache und die Druckstufe an der Gabel zu wenig ist, dann federt die Gabel zu schnell wieder ein. Das heißt, der Lastwechsel findet dann zu schnell statt. In dem Moment, wo ich vorn wieder einfeder und dann aber dann doch denke, ach, ich könnte ja jetzt wieder Gas geben, weil jetzt geht's, ne? Jetzt passt die Linie, dann ist die Gabel wieder zu tief. Und dann habe ich vielleicht noch zu viel Zugstufe dazu und dann kommt die nicht mehr raus und somit habe ich keinen Grip hinten. Ne? Das ist das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Und dann könnte es noch die Ursache sein, dass eventuell auch die Gabel zu weit durchgesteckt ist, wenn man das zum Beispiel sieht von den Gabelbrücken, Gabelüberstand. Ne? Wenn die zu weit durchgesteckt ist, dann hängt das Fahrzeug auch zu sehr nach unten. Man muss auch dazu sagen, dass in der Regel die Gabel, die muss in einem perfekten Maß sein. Sprich, am Scheitelpunkt muss die in einem exakten Einfederwegbereich sein. Bei einer 120 mm Gabel, bei der R1 zum Beispiel, sollten das am Scheitelpunkt zwischen 65 und 71 mm, so habe ich jetzt rausgefahren, da muss ich sagen, da fühle ich mich am wohlsten, wenn da die Gabel ist. Und jetzt kommt ein positiver Nebeneffekt. In der Regel ist das zwar nicht so, aber hier kommt ein positiver Nebeneffekt. Wenn die Gabel an der richtigen Stelle ist, habe ich zum einen mehr Radienführigkeit und auch mehr Grip an der Hinterachse. Sprich, ich kann hier tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn wenn die Gabel vorne zu tief ist, schiebt das Motorrad über die Vorderachse raus, ne? Weil der Reifen zu viel Load vorne kriegt, weil es zu viel Gewicht hat am Scheitelpunkt. Und wenn sie aber zu hoch ist, dann schiebt sie auch raus. Also das muss exakt in diesem Bereich sein. Und viele von euch haben mir schon mal geschrieben, ich kann in die Kurve nicht hineinbremsen, weil ich habe das Gefühl, dass das Vorderrad oder das Motorrad geradeaus fährt. Und ja, das kann zum Beispiel sein, wenn die Gabel zu tief ist. Weil wenn die Gabel zu tief ist, dann passt erstens der Nachlauf nicht mehr und zweitens ist es zu viel Gewicht am Vorderrad und das Vorderrad spielt das Lied vom Ton und sagt, Alter, ich kann jetzt nicht mehr einlenken auch noch. Ne? Das heißt, die Gabel muss genau im richtigen Moment, man sagt immer, gut, du kannst den Indikator ranmachen, ne? Einen Gabelindikator, so ein Kabelbinder oder so ein Gummiding von Öhlins, gibt es da irgendwas. Dass man sieht, okay, wie weit taucht die Gabel ein. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie dann am Scheitelpunkt gut steht. Ne? Nur weil eine Gabel den maximalen Federweg am Bremsweg, am Bremspunkt ausnutzt, heißt das nicht, dass die Gabel perfekt am Scheitelpunkt ist. Wie man das Ganze eigentlich relativ simpel überprüfen kann, um mal so eine Hausnummer zu haben, ist eigentlich mit einer GoPro. Die GoPro irgendwie so positionieren, um zu sehen, wo steht denn die Gabel, in welchem Kurvenfaktor, welchem Kurvenbereich. Ich habe da schon mal eine Idee gehabt, wie man da mit einem Maßband was machen kann. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn man da vielleicht so ein Low-Budget Data Recording bauen können, um mal zu sehen, wo die Gabel steht. Denn das ist sehr wichtig, um das quasi gut rauszurechnen. Genau. Zu guter Letzt kann natürlich auch sein, sonst steht es wieder in den Kommentaren, deswegen nehme ich euch das vorweg, ja, die Gabel kann natürlich auch einen Fehler haben, einen Bäcker haben auf gut bayerisch, kann defekt sein, die Zugstufe kann kaputt sein, die Druckstufe kann kaputt sein und so weiter. So, und jetzt gehen wir auf das Ganze ein, was wir machen können, um dann an der Vorderachse zu schrauben, um mehr Grip an der Hinterachse zu haben.
Wenn wir mal so ein bisschen wissen, wo die Gabel denn ungefähr steht, aber wir können aber auch ein bisschen probieren. Das heißt ja nicht, dass man da nicht probieren kann, da macht man nicht unbedingt viel kaputt. In der ersten Phase würde ich mal hergehen und würde mal mehr Preload dazu geben. Fraglich ist erst einmal, wie viel Preload habe ich, also Vorspannung. Ne? Federvorspannung an der Vorderachse, Umdrehungen erstmal alle rausnehmen, zählen. Wenn ich da nur 2, 3 Umdrehungen habe bei einer 100er Feder, dann kann ich da, und schon 85, 90 Kilo Typ bin, dann kann ich da schon mal 2, 3, 4 Umdrehungen raufgeben, um mal zu sehen, wie verändert sich das Moped. Ne? Also das kann man schon mal machen. Das kann auch so sein, dass das zum Beispiel zu viel Vorspannung hat. Wenn das zum Beispiel 15 Umdrehungen hat, dann ist das zu viel, dann würde ich mal ein bisschen runtergehen. Also da kann man sich schon zwischen weniger wie 2, 3 würde ich auf keinen Fall machen. Das ist eigentlich eh weniger wie Minimum Öhlins gibt zum Beispiel an, maximal Minimum 5, 6 Umdrehungen oder so. Also ich kann mich schon irgendwo zwischen 4, 5 und 14 Umdrehungen kann ich mich bewegen. Und da kann ich mal spielen und kann mal schauen, wie mache ich denn das. Und ich würde auf jeden Fall auf beiden Seiten die Federvorspannung dementsprechend verändern, um den Unterschied zu merken. Wichtig, nur immer einen Faktor ändern. Nicht jetzt hergehen und Federvorspannung, die Druckstufe und die Zugstufe und dann noch die Gabel durchstecken und die Feder ändern, dann hast du ein komplett anderes Motorrad, dann weißt du nicht mehr, was war jetzt gut. So, wirklich nur Step by Step. So, wenn das geholfen hat, dann kannst du auch mal hergehen und kannst sagen, okay, jetzt mache ich mal 2, 3 Klicks in der Zugstufe auf, um zu sehen, vielleicht kommt das Motorrad dann schneller vorne raus und ich habe mehr Gewicht auf der Hinterachse dadurch, was den Nachteil mit sich bringen kann, dass wenn zum Beispiel ein Fahrer nicht ganz so schnell ist und längere Stützgasphasen hat, dass er dann die Radien nicht mehr halten kann, weil die Gabel zu weit rauskommt. Das kann auch sein. Merkst du dann sofort. Wenn es für dich aber okay ist, dann kannst du mit weniger Zugstufe eigentlich nur Vorteile haben für den Grip nach hinten. Das gleiche bei der Druckstufe, da kann man mal hergehen, je nachdem in welchem Bereich das man sich befindet von den Klicks, was die Hersteller angeben. Man kann nicht viel kaputt machen, wenn man da 1, 2, 3 Klicks verändert, mal mehr Druckstufe macht, um zu sehen, na, wie ist denn der Lastwechsel jetzt, wie schnell taucht sie denn ein. Da kann man schon auch ein bisschen den Transfer vom Gewicht zwischen hinten und vorne ein bisschen kompensieren. Nicht komplett verändern, aber ein bisschen kompensieren. Und bei einer guten Gabel, bei einem guten Motorrad merkt man das. Also da merkt man 2 Klicks in der Druckstufe an der Vorderachse. Das merkst du, das fühlt sich anders an. Also ich merke es zumindest. Wenn zum Beispiel das mit der Federvorspannung gut funktioniert und man das wird immer besser, dann kann man auch mal hergehen, kann mal eine Seite, auf einer Seite der Gabel eine härtere Feder reintun. Also zum Beispiel statt 2 Zehner mal eine 10er und eine 10,5er. Oder wenn man merkt, okay, das wird wieder besser, dann mache ich mal 2 10,5er. Kommt ein bisschen auf den Speed, auf das an, wie schnell fahre ich in die Kurve rein, wie viel Kompression kriegt das Motorrad, wie schwer bin ich, hat auch einen Faktor. Aber der größere Faktor ist die Geschwindigkeit des Fahrers. Ich kenne Supersport-WM-Fahrer, die sind so groß, die gehen mir bis daher, haben 50 Kilo und haben 11 Federn vorne drin. Da war ich mir denke, boah, wie bringt denn der die zusammen? Aber das funktioniert. Das ist mehr fahrerisch als wie Gewicht tatsächlich. Obwohl natürlich ein schwerer Typ schon eher auch härtere Federn braucht als ein leichterer. Aber der Faktor Geschwindigkeit steht an erster Stelle. So, wenn das alles gut war, dann kann ich auch mal hergehen und zum Beispiel immer bis zu einem gewissen Punkt arbeiten, wo es schlechter wird. Also ich arbeite immer so lang an einer Stelle, bis das schlechter wird, dann gehe ich wieder einen Tacken zurück. Immer Schritt für Schritt. Also das ist zum Beispiel mit der Federvorspannung, wenn das besser wurde, kann ich mal andere Feder rein, kann die Federvorspannung dafür wieder rausnehmen, weil die Federvorspannung ist bis zu einem gewissen Punkt nicht gut. Also ich kann nicht unendlich viel Federvorspannung. Dann ist die Feder reagiert nicht so sanft im ersten Einfederungsbereich. Das heißt, lieber dann eine härtere Feder mit weniger Preload, vor allem an der Vorderachse, als wie weiche Feder mit viel Preload, weil dann spricht die nicht so schön an im oberen Einfederwegsbereich. Und sie soll auch schön ansprechen, damit eben auch gewisse Unebenheiten dementsprechend ausgedämpft werden. So, dann kann ich auch hergehen, kann mal die Gabel bündig machen. Tut der Yamaha, also die Gabel quasi bündig mit der Gabelbrücke, tut der Yamaha extrem gut, habe ich festgestellt, habe ich auch gemacht. Bin lange mit 5 mm Überstand gefahren, habe sie jetzt bündig gemacht und muss sagen, boah, das ist eine andere Welt. Viel mehr Grip an der Hinterachse und genau. So, wenn man natürlich ein bisschen Zweifel hat, ob die Gabel denn Probleme macht, einfach mal revidieren lassen. Normale Revision einmal im Jahr beim Rennstreckenmotorrad ist sowieso Pflicht. Wenn man das schon länger nicht mehr gemacht hat, dann auf jeden Fall mal revidieren lassen. Vielleicht funktioniert auch die Zugstufe oder die Druckstufe nicht mehr so gut. So, habe ich irgendwas vergessen? Genau, das war's mit der Vorderachse. Schaut mal bei mir unten rein. Ich verlinke es euch.
Wir haben neue Termine bzw. ein super Einsteigertraining. Wir haben Theorieseminare im Angebot. Schaut mal unten rein in die Videobeschreibung. Da geht es eben um genau die Dinge, die wir hier besprochen gerade haben, in der Theorie, aber auch in der Praxis auf der Rennstrecke und so weiter. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumbasteln am Motorrad. Übertreibt es nicht, macht kleine Klicks, macht kleine Fortschritte und vor allem schreibt es euch immer dazu auf dem Zettel oder ins Handy rein, was ihr verstellt habt, damit ihr dann im Notfall zum Standard zurückgehen könnt. Kann man nichts kaputt machen. Viel Spaß beim Üben, beim Trainieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.